Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Wir haben heute Mittwoch, fühlt sich allerdings komplett an wie ein Montag, weil alles schief geht. Oh, ich bin hier in Schrajan auf dem Hof von meiner Tante und meinem Onkel. Wie ihr seht, das Heckgewicht ist ziemlich weit unten. Das war noch angebaut von der Fronthacke. Ich will hier jetzt gerade den dritten Hackdurchgang in unseren Ackerboden machen. Und ja, die Fahrt dauert ja so eine knappe dreiviertel Stunde. Und das ist teilweise ein bisschen nervig, denn mit einem Frontgewicht herzufahren. Deswegen hatten wir das angebaut. So, nun ist aber die Heckhydraulik kaputt. Das Gewicht senkt sich die ganze Zeit ab. Das ist mir ab und zu bei der Fahrt schon passiert. Dann hat es auf dem Boden geschliffen und halt auch auf dem Feld. Ich bin schon zweimal außen rum. Und dann habe ich Ackerboden weggeschliffen. Also dachte ich mir, gut, ich fahre hier auf den Hof. Da vorne geht es rauf auf den Hof. Und baue mir das Heckgewicht hier einfach ab, weil ich brauche das ja eigentlich eh nur für die Fahrt. Wenn ihr den Trecker hier jetzt so anguckt, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ihr hört es auch nicht. Ich höre es aber. Und zwar auf der Einfahrt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur auf einmal gemerkt, als es im Reifen drin war. Lag dieses Brett einfach so. Da könnt ihr noch die Nägel sehen. Blend mal ein Bild ein, das werdet ihr auch im Thumbnail gesehen haben, ja, wie das da drin steckte. So, jetzt kann ich nicht mal meine Hacke hier abbauen, weil ich meine Stützfüße dafür nicht habe. Ich bin weit weg von zu Hause. Ja, und jetzt warte ich gerade eigentlich nur auf eine Werkstatt, dass die kommen mit einem neuen Reifen und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier abkriegen. Aber es ist jetzt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich schätze, dass es schon 9:30 ist. Ja, wahrscheinlich auch schon um 10 und ich habe noch nichts geschafft heute. Also eigentlich kann man beim dritten Hackdurchgang in den Ackerboden schön schnell fahren. Ja, aber vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimmlage. Ich bin ein bisschen demotiviert gerade. Also gut, wir versuchen jetzt auf jeden Fall gleich erstmal, wenn die kommen, den Reifen zu tauschen. Dann nehme ich euch noch ein bisschen mit bei dem Ackerbodenhacken. Carsten ist nebenbei unsere Belana, unsere Speisekartoffeln mit Patentkali am Streuen. Christopher ist weiter am Maishacken. Ja, und mein Plan war jetzt eigentlich heute hier die restlichen Ackerbohnen nochmal durchzuhacken, die noch das brauchen. Naja gut, ich guck mal, wann ich euch wieder mitnehme. Also bis später. So, jetzt könnt ihr hier nochmal kurz sehen. Reifen ist deutlich platter und die Werkstattboys kommen. So, Heckgewicht habe ich abgebaut. Werkstattmeister haut wieder ab. Wir haben hier vorne jetzt einen 320er raufgemacht. Andere Seite ist ein 270er, einen anderen hatten sie leider nicht da. Spur haben wir trotzdem noch eine 150er. Wollen wir mal gucken, ob das was wird. Hier nochmal das Brett, in das ich reingefahren bin. Der aus der Werkstatt meinte, dass das auch ganz gerne Schikane sein könnte. Also irgendwie kann sich da auch einer einen schlechten Scherz erlaubt haben. Rost sieht teilweise da frisch abgenutzt aus, da wo er durchgeschlagen ist. Gut, kann man jetzt nicht ändern, wenn das Schikane war, absoluter Rotz. Aber ich gehe mal nicht immer vom Schlimmsten aus, ne? Ich vermute fast eher, dass das da oben irgendwo vom Dach runtergefallen ist, aber wer weiß. Jo, und wie ihr seht, bin ich wieder in Gange. Das ist auch schon die zweite Fläche, bei der ich bin. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass das heute Morgen so schwer in Gange ging. Ich habe nämlich meine schnelle Sonnenbrille nicht mit. Ganz im Gegenteil.
Eine etwas langsame habe ich heute. Oder wie nennt man sowas? Das ist die alte Sonnenbrille von meinem Vater von früher. Aber gut, darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht jetzt um den dritten Hackdurchgang. Vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, ja, Gewicht ist ab und es ist kein Striegel hinter. Aus dem Grund, dass ich jetzt mit Geschwindigkeit wirklich versuche, einen Damm in die Reihe zu werfen. Ich fahre knappe 10 km/h. Wie ihr seht, das mit dem GPS funktioniert hier auch prächtig. Ich muss sagen, so wie es jetzt hier gerade aussieht, so funktioniert es jetzt nicht die ganze Zeit. Meistens zentriere ich die Spur einmal neu. Und genau, 10 km/h fahre ich hier. Und dadurch versuche ich durch die Hackschare, die links und rechts an der Reihe vorbeigehen, schön Erde in die Reihe reinzuschmeißen. Nehmt euch mal mit runter, dann könnt ihr euch das noch genauer angucken. Hier kann man das einigermaßen erkennen. Den Damm, wenn ich hier ein bisschen freiräume, kommen hier kleinere Kräuter und die erhoffen wir uns jetzt durch den Damm zu ersticken. Mit dem breiteren Reifen scheint es auch keine Probleme zu geben, sonst hätte ich mich auch schon früher gemeldet. Das hier ist der 320er. Vereinzelt, also hier seht ihr, da habe ich noch nichts platt gefahren. Vereinzelt ist es aber schon vorgekommen. Aber nichts Dramatisches. Aber wie man hier sieht, ist hier nirgendwo eine Blattlaus. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie das aussieht mit den Blattläusen. Die sitzen hier alle an den Blättern. Ist alles voller kleiner schwarzer Punkte. Ich komme nachher noch auf die Fläche, wo wir beide Saaten haben, also die schlechte und die gute. Da kann ich dann mal gucken, ob das vielleicht an der Saat liegt, dass wir da ein Läuseproblem haben, weil ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass 50 Meter Luftlinie alles voll ist mit Blattläusen und hier, wo die gute Saat ist, gar nichts ist. Aber das sehen wir dann. Also, bis später. Ja, moin Leute. Wir haben Donnerstag, wir haben nächsten Tag. Ich habe die Fläche gestern noch fertig gemacht, wo wir die zwei verschiedenen Saaten haben, die schlechte und die gute. Da ist mir aufgefallen, auch in der guten sind die Blattläuse. Und jetzt, genau in dieser Sekunde, habe ich eine blöde Entdeckung gemacht. Ich dachte eigentlich, dass diese Fläche hier ja von den Blattläusen verschont wurde. Aber wenn wir uns das hier angucken, da sind sie leider doch drin. Nicht so viel wie auf den anderen Flächen. Die meisten Pflanzen waren nicht besetzt von denen. Da vorne bin ich gerade lang gegangen. Aber ja, da können wir im Biobereich auch absolut leider gar nichts gegen machen. Vor allem nicht hier in der Gegend. Die andere Fläche bei uns, wo wir Ackerbohnen haben, wo auch Blattläuse drin sind. Da habe ich ja gesagt, da haben wir Beregnung aufgebaut. Hier in der Gegend haben wir keinen eigenen Brunnen und da werden wir dieses Jahr auch kein Wasser kriegen. Deswegen ja, bleibt uns hier nichts anderes übrig, als ja, zu hoffen. Und dann ist mir hier auch aufgefallen, hier ist ganz schön viel Distel mit im Schlag. Ja. So Yellow from the Egg ist das hier nicht gerade. Naja, gut, ich mache jetzt noch eine 2,5 Hektar Fläche da hinten fertig. Und dann geht's mit dem Trecker wieder zur Werkstatt, die gestern bei mir da war und den Reifen getauscht haben. Den haben sie wieder heile gepflegt. Dann tauschen wir den Reifen wieder zurück. Die neuen Hackschare sind angekommen fürs Umbauen zum Sojahacken. Soja haben wir ja in 37,5 und die sind jetzt gerade auf 30 cm eingestellt. Da geht es dann heute Nachmittag ran, dass wir dann die Hacke auf Sojasaat fertig machen. Und ja, dann geht es auch vielleicht heute schon in die Sojabohne zum Hacken. Wir sehen uns dann da, bis später. So, das hier sind die neuen Hackschare. Die sind hier schon fertig. Carsten baut die gerade hier an die Halterung an. Mit so einem Holzschlitten. Sind 30 cm breit. Und ja, ich baue jetzt schon mal die alten Dinger hier ab. Den Trecker hier ausgeklappt hingestellt. Und dann könnt ihr mal den Unterschied sehen zwischen den Getreidehackscharen und den Sojahackscharen.
Wir werden hier erstmal die Spur einstellen, dass wir alle 37,5 cm ungefähr so eine Hackscher-Aufhängung haben. Die genaue Einstellung müssen wir dann auf dem Feld machen. Dann nehmen wir uns den Akkuschlagschrauber mit, können wir diese Mutter oder diese Schraube hier lösen und dann ganz einfach hin und her schieben. Ja, und bei den anderen löse ich jetzt diese Schraube. Diese Schraube mache ich locker und dann kann ich diese Halterung mit dem Hackscher einfach unten rausnehmen. Also hier die Fahrgassen, die lassen wir jetzt auch erstmal. Da müssen wir auf dem Feld mal genau gucken. Weil die Fahrgassenspur ist genauso wie beim Getreide überall 1,50 Meter. Deswegen lasse ich die erstmal dran. Die Mutter ist die Schraubenzinne. So, die alten Hackschare sind ab, bis auf hier die Fahrgassen. Und dann ja, nehme ich euch wieder mit, wenn die neuen dran sind. Ja, Leute, wir haben 6:30. Absoluter Krampf. Es hat überhaupt nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe erst angefangen mit Carsten die Hacke einzustellen, also auf die 37,5 cm. Carsten musste dann aber los zum Beregnung machen und ja, dann habe ich noch mit meinem Vater weitergemacht. Alles, was ich dazu habe, sind ein paar Handyvideos, die blende ich immer mal wieder jetzt gleich zwischendurch ein, aber ansonsten Katastrophe. Die Hackschare, die sind 25 cm und dadurch musst du wirklich 100% genau fahren. Jetzt ist aber unser Plan, über Geschwindigkeit einen Damm in die Reihe zu werfen. So wie es hier in diesem kleinen Video zu sehen ist, so wollen wir es eigentlich haben, dass die Sojabohne ein bisschen bedeckt ist, weil die von sich selber aus wieder durch die Erde durchdrückt und das ganze kleine Kraut, was in der Reihe ist, das wird halt erstickt. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass zwei Spuren nicht genau auf 37,5 cm sind, sondern auf 34 cm und zwar die Spuren direkt neben meiner Fahrgasse. Das heißt, da muss ich jetzt gleich erstmal Hackschar wechseln. Von 25 runter auf 20er Hackschar. Und dann ist halt auch das Problem, wir haben wirklich viel Grad kaputt gehackt. Das könnt ihr jetzt hier in diesem Video sehen. Das sieht man vom Trecker erst immer gar nicht so unbedingt. Das sieht ganz normal aus, aber wenn du dann an der Sojabohne ziehst, kannst du sie ganz einfach rausziehen. Und da, ja, die kommt logischerweise nicht wieder. Also da haben wir richtig Schaden gerade angerichtet. Und durch diese ganze, durch die schnelle Geschwindigkeit schwimmt der Trecker auch total hin und her. Das ist auch wirklich schwierig, den so zu kontrollieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, warum macht ihr das denn nicht so vorne Hacke, hinten Striegel und ihr fahrt einfach langsamer? Es sind nicht alle Sojabohnen gleichmäßig aufgelaufen. Ein paar gucken aus der Erde, ein paar sind noch drinne. Zum Beispiel die, wo das Striegelrad vom Blindstriegeln drüber gelaufen ist. So, die noch nicht rausgucken, die würden wir mit dem Striegel kaputt machen. Also, ach, das ist gerade wirklich Pech gegen Schwefel oder wie man das sagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt für heute erstmal Feierabend. Vielleicht nehme ich mir morgen oder ich nehme mir morgen auch die Flex mit. Vielleicht kürze ich alle Hackscharen ein bisschen, weil zurückschicken können wir die eh nicht. Und dann müssen wir morgen mal gucken, wie wir hier weitermachen. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal fertig. Meine Laune ist auch fertig. Aber kennt ihr ja alle selber. Ab und zu ist man mal ein bisschen abgefuckt. Naja, gut. Bis morgen. Moin. Wir haben Freitag. Ich bin wieder in den Sojabohnen. Hoffen wir mal, dass es heute besser wird. Folgende Veränderungen habe ich vorgenommen. Wenn ihr diese ganzen kleinen Stücken hier seht, das sind alles Ecken von den breiten 25 cm Scharen. Außen haben wir 20 cm. Hier kann ich euch mal diese Reihe zeigen,
hole ich mir immer einmal hier von meinem Trecker Zollstock. Und zwar sind jeweils die Reihen rechts und links neben der Fahrgasse nicht auf 37,5, sondern wenn ich hier jetzt direkt an die Bohne anlege und hier gucke, sind wir ungefähr bei 34 Zentimetern. Deswegen habe ich hier auch nicht nur Hackschar gekürzt, sondern direkt ein kleineres Hackschar reingemacht. Genauso wie außen haben wir jetzt hier 20 cm. Und bei allen anderen Breiten halt je nachdem 1,5 cm abgenommen. Das heißt, da sind wir jetzt ungefähr bei 22 cm. So, das gleiche habe ich auch auf der anderen Seite gemacht, genauso wie auf dieser Seite. Da habe ich dieses Hackschar getauscht. Und hier haben wir auch noch ein breites drin. Und jetzt hoffe ich mal, dass das hier heute alles ein bisschen besser klappt. Ich habe ja, wie ihr gerade auf der Kabine gesehen habt, einiges an Werkzeug mit. Da habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch noch mal gleich, wie Deluxe so ein Akkuschlagschrauber ist. Diese ganzen Elemente, die kann man ja verschieben. Musste ich ja auch alle anpassen. Das ist nur diese Schraube. Da habe ich eine 24er Nuss hier drauf. Ein Parallelogramm hochklappen. Jetzt drehe ich so lange, bis sich das hier löst. Und ich muss aufpassen, dass es nicht runterfällt. Also nur so, bis es sich löst. So, jetzt hat es sich gelöst. Und jetzt kann ich das mit der Hand vor- und zurückschieben. Ich könnte es noch ein bisschen mehr lösen, dann geht es leichter. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig gewesen, aber es ist ja gut eingestellt. Deswegen kann ich dann zack einfach wieder festdrehen. Und so war ich hier gestern 2-3 Stunden im Gange mit meinem Vater. Alles eingestellt, versucht, gemacht. Aber es war trotzdem einfach zu knapp alles mit diesen breiten Hackscharen und unserer Reihe, dass wir jetzt gesagt haben, wir kürzen die ganzen Hackschare. Wir hätten mal vielleicht überall diese 20 cm Hackschare bestellen sollen. Gut, jetzt haben wir die und man muss mit dem arbeiten, was man hat, ne? Ich nehme euch mal wieder mit, wenn ich mich hier ein bisschen eingegroovt habe und mal ein bisschen Fläche geschafft habe und mal gucke, wie das so alles so klappt, ne? Also, wir sehen uns später. So, ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen eingegroovt. Fahr jetzt noch schneller, 10 km/h. Hier auf diesen kurzen Bahnen, da seht ihr ja das Waldstück. Dahinter geht es noch weiter. Die langen Bahnen haben deutlich mehr Kraut. Die kurzen Bahnen, ja, irgendwie weniger. Und hier ist die Sojabohne auch noch nicht so weit. Hier funktioniert das besser mit dem Schnellfahren. Dennoch, Christopher muss jetzt gleich das Maishacken unterbrechen. Der muss bei der Beregnung mithelfen. Dadurch wird der Striegel frei. Und den bammel ich mir jetzt gleich doch mal hinter. Ich check hier immer mal wieder, ob ich hier nicht doch irgendwie was ein bisschen rausgehackt habe. Deswegen gehe ich hier gerade draußen lang. Da streiche ich dann einfach so mit dem Fuß rüber. Wie ihr seht, die ganzen Bohnen, die sind schön zugedeckt, da kommen die auch wieder raus. Aber das sieht gut aus. Ne, und der Striegel, der wird dann gleich frei. Und dann bammel ich mir den hinter und dann teste ich mal, wie das dann aussieht, wenn ich Striegel hinter habe und nur 3 km/h fahre. Richtig schön langsam. Und ja, mit dem Striegel hier in der Reihe nochmal rein, weil hier könnt ihr die ganze Hirse sehen, die hier aufläuft. Die kriegen wir in der Reihe nicht richtig zugedeckt. Mit dem Striegel habe ich wahrscheinlich das Problem, dass ich ein paar Sojabohnen abbrechen werde. Aber ja, werden wir dann sehen. Hier können wir die ganzen kleinen Keimlinge von dem Unkraut mal sehen, alles was ich raushole. Das ist einiges. Hier ist richtig Kraut, aber ja. Gut, wir sehen uns später. Tschüss! Ja, moin Leute, wir haben Samstag. Ich bin weiterhin am Sojabohnen hacken. Ich habe mir ja den Striegel hintergebaut jetzt und ich muss auch sagen, dabei bleibe ich. Das ist einfach zu ungenau, wenn du hier mit 10 km/h rüberfahren willst und deine Reihen zudecken willst. Ich fahre jetzt gerade wieder über RTK. Bei meinen Instagram- und TikTok-Videos, da sind ja einige Kommentare von wegen, ja, bringt dir nur nichts ohne Verschieberahmen und Co. Deswegen glaube ich, ich sage es jetzt einfach nochmal. Klar, es ist nicht so genau wie mit Verschieberahmen, aber es ist einfach die Erleichterung, dass ich nicht dauerhaft lenken muss. Und ich gucke dennoch immer auf meine eine Reihe, habe hier Verschiebung über 1 cm eingestellt,
Und immer wenn es nicht so genau passt, ja, verschiebe ich einfach die Spuren ein bisschen. Beim Striegeln fahre ich jetzt genau, ja, 3 km/h, 2,5, 3 am Vorgewende langsamer, hier ein bisschen schneller, weil ich einfach die Sojabohne schnell abknicke. Aber ich mache weniger Schaden so, als wenn ich hier schnell fahre und immer mal wieder so die Hacke in die Reihe reinhau. Naja, ich versuche jetzt mal die nächste Zeit mich ein bisschen kürzer zu fassen beim Hacken. Die letzten Vlogs, da ging es ja tatsächlich immer nur noch ums Hacken. Wenn es Hafer war, dann waren es Ackerbohnen, dann war es Mais, jetzt ist es Sojabohne. Ich meine, es ist immer eine andere Kultur, aber ich glaube, das ist langweilig immer wieder mit anzugucken. Deswegen in Zukunft, ja, fasse ich mich hier kürzer und hiermit war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde hier heute Nachmittag noch weitermachen, aber euch nehme ich erst wieder Montag mit. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, mich freut es immer und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Mit dem Striegel habe ich aber das Problem, dass ich wahrscheinlich ein paar Ackerbohnen...